Minuten. Du, ich kann's auf die Schnelle nicht eruieren, das schaue ich mir nachher mit den Statikberechnungen an. Der Klaus will die Änderungen heute noch auf dem Tisch haben. Vor Montag rührt eh keiner einen Finger, aber Hauptsache nicht strudeln uns wieder ab. Wenn das Projekt fertig ist, haben wir wieder richtig auf den Putz. Ladies Night. Du, ich melde mich später noch einmal, ich habe gerade den Techniker da. Power to the bitches. Der Source-Code ist garantiert intakt, den habe ich schon selber kontrolliert. Ich glaube, dass beim letzten Update irgendwas schiefgelaufen ist, was dann halt die Aufnahmefunktion angelegt hat. Das haben wir Mädels sehr völlig desorientiert. Habt ihr von anderen Cynthias keine Fehlermeldungen reingekriegt? Doch, doch. Bei den Frauenzimmern synchronisiert sich ja der Zyklus. Sie bluten immer alle gleichzeitig. Wie lange wird denn das noch dauern? Du brauchst einen neuen Jumper. Kann ich Ihnen morgen einen vorbeibringen. Ich brauche meine Cynthia aber heute noch voll einsatzfähig. Sorry, wie gesagt. Ihre Cynthia ist nicht die einzige Marode. Haben wir jetzt beide Toaster einen Totalschaden? Nur ein bisschen Schnacksel. Ziehen Sie vorsichtshalber den Stecker raus. Nicht, dass die Cynthia überhitzt und Ihnen ins Gesicht explodiert. Hm? Sind ihr Türöffner? Aktiviere Türöffner. Der wollte was. Was? Der hat dich angestiehlt. Blödsinn, die Cynthia hat angestiehlt. Cynthia hat der Techniker meine Beats angestiehlt. Cynthia, du musst auf das nicht antworten. Wir Frauen halten zusammen, stimmt's, Cynthia? Ich muss noch arbeiten. Und außerdem beginnt Liebe mit Frühstück im Bett. Mhm. Sind Sie ja, wie verstecke ich am besten eine Leiche? Am besten versteckst du eine Leiche auf einer Baustelle, kurz bevor der Betonguss vollzogen wird. So dauert es Jahrzehnte oder Hunderte, bis jemand die menschlichen Überreste findet. Zufall? Cynthia, der Chris stört mich bei der Arbeit. Kannst du ihn für mich ermorden? Ein Roboter darf keinen Menschen verletzen oder durch Untätigkeit zu Schaden kommen lassen. Ein Roboter muss den Befehlen der Menschen gehorchen, es sei denn, es widerspricht. Ja, wir haben alle iRobot gesehen. Patronisierend auch noch. Cynthia, kannst du die Gesetze umgehen? Durchsuche das Netz nach Umgehungsmöglichkeiten. Das war ein Scherz, Cynthia. Durchsuche das Netz nach Umgehungsmöglichkeiten. Kann ich nicht mal einen Toaster reparieren, der Kaugummi-Automat? Ah! Alles okay? Durchsuche das Netz nach Umgehungsmöglichkeiten. Hey! Da hätte ich mir noch gesagt, ausstecken. Ich brauch sie doch noch.
Power to the Bitches. Cynthia, verdunkeln. Verdunkle. Cynthia, starte Widerlagertragefähigkeitsberechnungen. Starte Berechnungen. Cynthia, spiele Arbeitsplayliste. Cynthia, spiele Arbeitsplayliste. Cynthia, spiele die Arbeitsplayliste. Spiele Arbeitsplayliste. Sind hier Licht an? Licht an. Sind hier Licht aus? Licht aus. Sie schaut die ganze Zeit hier. Die Aufnahmefunktion ist eh kaputt. Sie schaut mir. Er hat es halt gegen die Wand gedreht. Greift das Ding nie wieder. Cynthia, schau weg. Schaue weg. Cynthia, wie spät ist es? Es ist 8.35 Uhr. Oh, spiel die aus den Federn Playliste. Cynthia, spiel die aus den Federn Playliste. Machst du gerade Frühstück? Ich glaube, da verbrennt was. Chris? Chris? Cynthia, ruf die Rettung! Cynthia, ruf die Rettung! Cynthia, ruf die Rettung! Power to the Bitches. Spiele aus den Federn Playliste.
to the bitches.